45. Ich bin ein bisschen müde. Weil ich gerade viel gegessen habe. Richtig großen Teller und Pommes und Hähnchen. Und das Hähnchen war so richtig Barbecue-Hähnchen. Super lecker. Was gibt am Tag 45 zu berichten? Nachdem der gestrige Tag ja nicht so gut verlief, weil ich keine Gruppe mehr gefunden habe für diese 3-Tagestour in Salzsee und drumherum, bin ich halt relativ früh aufgestanden, um nochmal zu gucken. Leider zu früh, da alles noch geschlossen hat, ein bisschen rumgelaufen, bla bla. Und tatsächlich habe ich noch eine Gruppe gefunden. Die Frau hat sich auch gefreut wie so ein Dachs, weil ja, war halt nur noch Platz für eine Person frei. Ich habe mich aber trotzdem schon ein bisschen gewundert, weil da waren also relativ hohe Altersangaben und zwei Frauen oder zwei Mädels und vier Kerle. Aber ich dachte mir, bevor du den Tag dann noch aushaust, machst du, der Preis war auch gut, 700 Bolivianos sind umgerechnet. 70, 80 Euro ungefähr. Und ja, dann Sachen gepackt, nochmal ein bisschen in den Sachen gepackt und um 10.30 Uhr ging es dann los. Die waren alle super nett. Ein portugiesisches Pärchen mit Kind, das ist schon mal relativ selten. Und ein französisches Pärchen, aber das französische Pärchen, irgendwie die Frau war, weiß ich, 40. Der Kerl 60 oder sowas. Und bei Portugiesen auch so 45 Bilder. Und das Kind halt. Naja, nicht das, was ich mir wirklich erhofft habe. So eine jugendliche, verrückte Truppe, wo mit 3 Tagen mal richtig ja, Spaß haben. War nicht, aber war trotzdem ganz cool. Und ich durfte auch vorne sitzen. Also es war in dem Jeep, ist halt einer vorne, dann 3 und dann 2 nochmal ganz hinten. Und die ganz hinten haben halt nicht ganz so viel Platz. Also zur Seite ja, aber nicht nach vorne. Und dann ging es auch schon los und war super cool, weil wir sind erster Stopp irgendwo angehalten an so einem komischen Markt und da hat der dann gleich was zu essen gemacht. Also Essen, also man muss sich vorstellen, 70 Euro, 80 Euro hört sich zu viel an, aber für 3 Tage, also für bolivianische Verhältnisse ist das halt richtig viel Geld. Aber an sich, das sind 3 Tage mit Unternehmung, also Jeep, 3 Tage Jeep bezahlen, 2 Übernachtungen. Und Frühstück, Mittag und Abendbrot, alles zusammen. Und Eintritte aus dem Nationalpark, da musste man nochmal extra zahlen. Wie auch immer, waren wir beim ersten Tag halt Salzsee, was super cool war, also der größte Salzsee auf der ganzen Welt. Nicht Salzsee, sondern also doch ist so eine Art Salzlache, also es ist ausgetrocknet, also da kann schon Wasser drauf liegen, aber normalerweise nicht. Und die, ja, die gewinnen da Salz und Lithium. Und das ist schon ziemlich cool. Und man kann super coole Bilder machen, weil es halt überall weiß ist. Also es ist wie, als wenn man eine blaue Wand hat. Na gut, da müsste man viel mit Photoshop machen. Aber da war es halt wirklich perfekt. Ich habe ein paar lustige Fotos mit dem kleinen Jungen gemacht. Aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte eigentlich noch viel mehr verrückte Fotos machen. Aber zum einen hat man nur eine Stunde da und zum anderen hatte ich die Leute jetzt nicht. War ein bisschen traurig, aber ich habe trotzdem noch 1-2 schöne Fotos von mir gemacht. So quasi gesprungen und so, alles ziemlich lustig. Ich glaube, das wird mein neues Logo für, also komplett, ich habe mir schon überlegt, wie ich das Header vom Blog und so arbeite oder mal ein Banner und mit ganz vielen Sprüngen immer so. Und ja, stelle ich mir lustig vor. Naja gut, so viel dazu. Und noch was zum Salzsee. Ja, in der Mitte waren Häuschen, wo extrem viele Hippies waren. Techno-Musik und dann alle Hippies und dann ging schon ordentlich ab, war lustig. Und an dem Tag hat man dann halt noch das ein Salzhotel besucht, was nur aus Salz besteht. Ziemlich lustig. Essen war gut, alles super. Und die Nacht auch ganz okay. Wobei sich die Franzosen ja wieder aufgeregt haben, dass wir ein 6-Bettzimmer hatten. Also das war quasi alle reinpassen. Nein, sie wollten extra ein Extrazimmer. Ach, hör mir auf. Also hat sich nochmal mein Klischee für Franzosen, tut mir echt leid, bestätigt. Aber sind schon Sonderlinge. Geht nicht.
Das geht gar nicht. Also das war nicht der Einzelfall. Und doch beim Essen, bla bla, hier ist Hähnchen, ist nicht mehr gut. Und ach, jedes Mal immer die extra Wurst. Mann, bin ich müde. Jedes Mal immer die extra Wurst. Ach, nervig. Naja. Ja, das war's vom Tag 45. Schön. Ich bin super, oder ich war super aufgeregt, weil, ja, 3 Tage echt viel sehen und auch in einer super schönen Landschaft und ach, hör mir auf, wahrscheinlich sagen da Fotos mehr als Worte. Und ein paar extra Videos habe ich auch noch gemacht, die ihr dann auch noch sehen könnt. Ja, mir ging's gut, mir ging's gut, mir geht's gut, mir ging's und geht es gut. Aber ein bisschen müde bin ich jetzt. So, Leute, lasst es uns das gewesen sein. Wie ich diesen bekloppten Satz mal wieder sagen kann. Alles klar, bis dann.